Seit vielen Jahren ist der Konzept von BBS ein etablierter Rennbuggy. Nun hat Entwickler Bernd Steffensen mit dem C2 eine komplett überarbeitete Version auf den Markt gebracht. Äußerlich fällt sofort auf, dass die Seitenholme etwa 25 cm vor der Hinterachse aufhören. Dort sind sie mit einem gebogenen Edelstahlrohr verschraubt, das parallel zur Hinterachse verläuft. Dieses Konzept ersetzt die Querstreben der älteren Konstruktion. Laut offizieller GPA-Wettbewerbsmessung bringt der Buggy rennfertig mit Schildern und mittlerer Sitzbreitenjustierung 53,5 Kilogramm auf die Waage. Als Preis veranschlagt BBS 1.950 Euro. Durch 6 mm breite Metallplättchen lässt sich die Breite des Sitzes am C2 leicht verstellen. Überhaupt hat BBS viel Wert auf die Ergonomie des neuen Konzepts gelegt. Die Sitzrohrform passt sich ideal dem Körper des Piloten an. Vor allem der Seitenhalt überzeugte bei unseren Testfahrten. Das Cruisen über den Strand, die rasanten Geschwindigkeiten und schnelle Wendemanöver lassen beim Piloten Freude aufkommen. Dank der neuen Heckkonstruktion ist der Buggy absolut verwindungssteif. In unserem Härtetest herrscht starker Ostwind. Sandverwehungen türmten sich im Laufe des Nachmittags immer mehr am Nordseestrand auf. Aber selbst als der C2 auf ausgewehte Dünenkanten zuraste, bot es genügend Halt für den Fahrer. Man darf also gespannt sein, wie sich das Modell im Rennzirkus beweisen wird.